Ja, meine Damen und Herren, also wir sind hier bei der Fleischerei Fischer in Vechta in der Westmark 1. Und wir möchten Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus unserer Produktion geben. Wir sind ein kleiner Handwerksbetrieb und möchten auch beweisen, dass wir alles, das, was wir verkaufen, auch selber herstellen. Zum Beispiel unser Paradepferd, unser Knochenschinken. Der Knochenschinken ist jetzt gerade frisch angeliefert. Wie Sie hier sehen, wird der handgesalzen und kommt dann zum Brennen. Erst danach, etwa 6 Wochen bleibt er in der Söhle. Danach wird er 4 Wochen gebrannt. Und das sind die Schinken, die gebrannt werden. Hier geht der Werdegang des Knochenschinkens weiter. Diese Schinken zum Beispiel, die kommen jetzt gerade vom Brennen und werden hier in die Trocknungsanlage gebracht. Wir haben den großen Vorteil dabei, dass wir unsere Schinken alle einen Stempel bekommen, dass wir genau wissen, wann der Schinken eingelegt wird, wann er zum Brennen kommt und wenn er dann nach 12 Monaten, und das ist sehr, sehr wichtig, 12 Monate lang lagern unsere Schinken hier in dem Trockenrohr. Und das ist der kleine, feine Unterschied dabei zur Großindustrie. Wir spielen hier mit offenen Karten, schneiden den Schinken hauchdünn, legen den direkt für die Kundschaft, sodass die Kundschaft auch weiß, ich brauche 100 Gramm, ich brauche 60 Gramm, wir verkaufen auch gerne 40 Gramm, ja, dass wir keine abgepackte Ware kaufen müssen. Unser Preis ist natürlich etwas höher als das, was Sie im Kaufhaus kaufen können, aus dem ganzen einfachen Grunde, weil dies alles Handwerksqualität ist. Und wenn Sie wissen wollen, wie ein Schinken schmecken muss, dann sollten Sie zu uns kommen. Wir beweisen es Ihnen. Hier ist der Knochen noch drin und der Knochen bleibt so lange im Schinken, bis er dann ganz fertig ist. Das hat den Vorteil, dass unser Knochenschinken den feinen, nussigen Geschmack des Knochens hat. Der Knochen bleibt garantiert 10 Monate im Schinken, damit wir wirklich ein Geschmackserlebnis haben. Meine Damen und Herren, und so sieht er aus, unser Paradestück. Knochenschinken, super dünn geschnitten. Und dann zu Weihnachten unsere Körbe. Das ist einmal die grobe Schreimettwurst, die feine Schreimettwurst, eine Jagdwurst, geschnittenen Schinken, wie immer, Schwarzbrot. Dann ist da noch Pinkel, Wiener Würstchen, unsere Weihnachtswurst und eine Bauernettwurst, Omas Griebenschmalz und dann noch eine feine Leberwurst im Glas. Die sind alles Artikel, die man auch nach Weihnachten noch sehr, sehr gut gebrauchen kann. Und das ist der große Vorteil dabei, wenn man nicht immer alles aufessen muss. Ja? Und man hat 4 oder 6 Wochen lang nach Weihnachten ein bisschen Spaß an der Sache. Dann ist das nachhaltig.